Dann wollen wir mal. Auf gib ihm. Drive Beyond Horizons, die Demo. Es geht los. Sorry. Wie war das hier? Wie Mad World. Und die Zeit läuft. Ich nehme alles mit. Take. Equip. Und auf Wiese. Paint your vehicle. Ja, so richtig, aber auch wieder nicht, oder? So, weg damit. Gucken wir, was da hier noch sein. Wir haben noch so eine kleine Fläschchen. Gelb ist doch schick. Ist es ein Mantling? Nee. Mount? Ja. Gerade wurde es mir noch angepriesen. Ich weiß nicht, was ich gerade gelb sprühe. Die Sitze? Es gibt Essen, Trinken und so weiter. Hier bitte tatsächlich. Sitze ich davor. Warte, ich zeig's euch. Ja, vielleicht ist es auch nur irgendwie was gegen, ne, gegen Rost oder so. Weg damit. Können wir denn noch so auf Anhieb da irgendwie einbauen? Also ich habe auf jeden Fall schon mal ein Radio. Driving a car? Nee. Wir müssen halt unterwegs immer so ein bisschen was finden für unser Autochen. Open Release. Das ist ja doof. Ah! Ah, so also. So, jetzt nochmal open. Etwas kurios. Aber 100% steht. Nee, 100% Petroleum. Okay. Für ein Int. Wir haben 48% drin. 30% Pisse? Okay. Die Tür dahinter wird gleich gelb. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, gucken wir mal, ob wir hier noch was reingießen können. Ah. Oh. Also Steuerung muss man sich erstmal dran gewöhnen. Gewisse Sachen hältst du irgendwie nur. Irgendwie so ganz komisch gegen. Dann weiß ich jetzt aber auch, wie ich das Ding. Obwohl, jetzt ist es wahrscheinlich leer mittlerweile. So, schließen. Schließen. Manches klickst du an, manches musst du irgendwie halten. Ah, es läuft aus. Das ist aber nicht so schlimm. 100% Petroleum. Kann ich das irgendwie mit reinlegen? Das kann ja mit Sicherheit. Passt mal auf. Ah, so läuft die Kiste. Rein damit. Zu damit. Sauber. Auf geht's. Was haben wir denn noch so? Engineöl. Oh, ich glaube, Engineöl werden wir wahrscheinlich auch brauchen. 8 Liter? Das ist aber sportlich. Ich schätze mal, das werden wir irgendwie hier mit reingießen müssen. Das sieht aus, als bräuchten wir 57 Petroleum, Engineöl. Oh, ja. So viel dazu. Ah! Ich hoffe mal, so halbwegs wird das was. Ich denke mal, hier vorne werden wir auch noch ein bisschen was reinfüllen müssen. Vielleicht haben wir Glück und finden irgendwo noch ein bisschen Wasser, ganz normales Wasser. Vielleicht aus den Fässern direkt, kann ich hier Wasser rausziehen? Nee. Guck mal, wir können doch was essen. Geil, genauso wird es gegessen.
Das ist ein Trabi, da kann es leicht passieren, dass man den Motor in der Hand hat. Ja, kommt drauf an welcher, ne? Die später waren auch ein bisschen größer, die Motoren, ne? Okay, also sie müssen die Sachen wirklich irgendwie so mitnehmen. Da gibt es kein übergeordnetes Inventarmenü oder sowas. Danke. Okay, also irgendwie ein bisschen Wasser bräuchten wir noch. Das wäre noch ganz geil. Guck mal. Eine Tür. Na bam. Noch mehr Engineöl. Ach, braucht kein Mensch. Sag mal, ist es, kann es sein, dass wir die Tür vorhin gelb gefärbt haben? Das würde zumindest so halbwegs passen. Okay, wenn ich hier Mount klicke, passiert gar nichts. Ich meine, irgendwann werde ich wahrscheinlich auch mal losfahren müssen. Na bitte! Easy! Ach, Kühler braucht kein Mensch. Oh, guck mal. Es fängt an zu regnen. Oh. Ja, so langsam, oder? Okay, es ist weg. Es ist irgendwo da. Ich sag Mount. Ach, keine Ahnung, es ist weg. Ich hab's wieder. Juhu. Okay. Da, bam. Die Tür doch, kriege ich doch auf. Medikit. Ich denke mal, das sollten wir schon durchaus mitnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass das wenigstens ein bisschen interessant werden könnte für uns. Das lege ich mir hinten. Das lege ich mir einfach auf den Fahrersitz, ne? Und Treatment? Hat nichts gebracht. Sehr gut. Radio. Also ganz ehrlich, da draußen sieht es irgendwie nicht so extrem freundlich aus. Klopapier kann ich nicht mitnehmen. Das ist traurig. Sollten wir nicht eigentlich einfach hier drin bleiben, versuchen vielleicht noch ein bisschen Wasser irgendwie zu sammeln oder so und dann ist es das? Ah, guckt mal, guckt mal. Immer noch Daniel. Kann man nicht immer ausschlafen, ohne was zu verpassen. Was? Ja, keine Sorge. Kommt alles doch auf YouTube dann irgendwann. Sorry. Backen ja, wozu diese Stangen da sind. Ich meine, die Türen, alles klar, ne? Ich meine, das ist eindeutig. Aber so der Rest. Ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich eigentlich alles brauchen, was hier so rumliegt. Sehr wahrscheinlich. So. Ich nehme mal so eine Stange mit. Mal gucken, was wir mit der machen können. Grad statt noch Mount. Ja. Ah, ist ein Schweller. Ah. Bringt jetzt wahrscheinlich dann irgendwie ein bisschen. Bisschen mehr Widerstandsfähigkeit oder so. Zack. Rein damit, alles auf dem Rücksitz. Mir ist auch nochmal Motoröl. Radkappe. Aber Räder scheinen wir generell zu haben. Also, ich sag mal, so ein Ersatzrad wäre es ja irgendwie grundsätzlich. Rein da! Rein da! Alles gut, dann nehmen wir alles so mit. Dann muss auch gar nicht befestigt werden. Ah, oh, guck mal, jetzt können wir den Rest so mitnehmen. Ist auch schon irgendwie drin. Passt also. Ich glaube, was wir noch überlegen können, wäre wirklich irgendwie einmal Wasser mitzunehmen oder sowas.
Noch mehr Petroleum? Waren wir jetzt voll? Nee, noch nicht ganz. So, und jetzt gucken wir mal, ob ich hinten ein bisschen Wasser mitnehmen kann. Alter. Schüttet aber ordentlich. Ich glaube nämlich, hier könnten wir, oder? Hey! Was soll das? Komm schon! Verbinde dich! Ich glaube, es müsste so eigentlich klappen. Ah, bitte, es klappt. Ich habe, glaube ich, mal abwechselnd das eine Ding auf und zu gemacht oder so. Aber Wasser ganz, 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 ganz wichtig. Einerseits für mich, aber auch fürs Auto. Es gibt auch immerhin noch Strom, ne? Also Licht an der Straße ist auf jeden Fall auch da. So, machen wir mal auf. Machen wir mal hier vorne auf. Freundlicherweise schließen sie es hier wenigstens einmal automatisch. Ein bisschen Saft auf der Batterie haben wir auch noch. Guck mal, ist doch supi. Ich glaube, wir... Nein. Ich glaube, wir sind im Großen und Ganzen soweit. Das passt schon. Guck mal, ob wir den hier noch mitnehmen können, das letzte Wasserchen. Und dann würde ich sagen, passt das soweit. Nein. Die Steuerung ist echt, echt geil. Nein, jetzt bleib doch mal drin da. Tu es. Oh, passt. Alles gut, alles gut. So, dann gucken wir doch mal, ob es überhaupt geht. Alles wegfliegt? Nein, nein, nein. Ich glaube, die Steuerung ist ein Feature-Bug. Ja, ja, die soll auch ein bisschen schwierig sein. Das Witzige ist halt, ne, einerseits bewegst du Sachen richtig, einerseits dann aktivierst du sie, dann aktivierst du, indem du draufklickst, dann aktivierst du, indem du hältst. Irgendwas macht Geräusche. 10% Petroleum? Ich hab doch aber voll gefüllt. Oder die Anzeige stimmt einfach nicht. Hey, wir haben Kilometer geschafft. Motorhaube ist weg. Ja, die war eh viel zu schwer. Die brauchen wir gar nicht. Die brauchen wir nicht. Kann ich schalten? Irgendwas läuft, glaube ich, aus. Irgendwas klingt sehr stark danach, als wenn es ausläuft. Aber bis jetzt gab es hier noch nicht was, wo ich sagen würde, hier könnte man durchaus mal halten, oder? Also irgendwas verlieren wir. Aber ich meine, noch fahren wir. Wir haben schon 2,5 Kilometer von 50 hinter uns. Wir spielen eine ganze Menge Demos, wie es tatsächlich auch im Stream steht. The one and only called. Moin moin erstmal. Moin moin. Ich habe nur vergessen, die umzuschalten.
es jetzt hier noch gleich nochmal? Wir haben eine ganze Reihe, wie gesagt, und dann spielen wir durch. Und Deathbound hatten wir davor und jetzt spielen wir was anderes. Wollen wir nochmal stehen? Nein, nicht das ist stehen bleiben. Ist Niemandsland. Wir bleiben stehen, wenn wir irgendwie irgendwas sehen, wenn wir vielleicht was looten können oder so. Also sobald wir was haben, wo wir vielleicht was looten können, würde ich sagen. Dann steigen wir aus. Das ist Long Road? Oh Mann. Es ist Drive Beyond. Wahrscheinlich ist Long Road dann irgendwie der Vorgänger oder sowas. Drive Beyond Horizon. Die Autofahren in den USA auf endlosen Interstates, ja. Guck mal, 5 Kilometer haben wir. Also wir halten, sobald wir was finden. Guck mal, da könnte was sein. Wer weiß, was sonst noch so passiert. So, ich brauche eine neue Motorhaube. Ich kann irgendwas mounten. Achso, wahrscheinlich können wir jetzt hier den Motor wieder irgendwie einsetzen oder sowas. Ansonsten geht hier nicht so viel. Ein bisschen Benzin ist drin. Dann hier ein Reifen. Da steht auch immer dabei von wegen, ne, brand new. Oh. Bei denen sollten wir vielleicht doch mitnehmen. Little Worn. Brand new. Obwohl es vielleicht auch nur die Radkappe ist. Brand new. Sieht alles noch eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, nehmen wir da aufs Dach. Warte mal, hier vorne könnten wir es vielleicht verkeilen. Schon. Nee, das geht nicht. Na bitte. Easy. Der rutscht da schon nicht runter. Was haben wir da? Nee, ich glaube nicht. Oh. Können was essen. Ich glaube, es bringt uns vielleicht noch ein bisschen Wasser gleich mit zurück. Ein Autositz. Eigentlich müssten wir auch unsere Autositze rausnehmen. Bis auf unseren eigenen. Das könnte doch durchaus Sinn machen. Aber ein neuer Motor. Ah, ich glaube, allzu viel gibt es hier nicht. Ja, unsere Motorhaube ist weg. Aber guck mal, der Rest. Gut, dass die Batterie vielleicht so im Regen steht, ist vielleicht nicht so das Schlauste auf der Welt, aber so ansonsten. Guck mal, es ist echt auch noch alles da. Geht doch so halbwegs mal noch. Kirby. Also. Wir hatten ja erst getankt. Wir sind ja 5 Kilometer gefahren. Das müsste schon gehen. Ich hoffe mal, wir finden noch. Jetzt fahren wir nur noch. Wir fahren weniger als vorher. Ist es da zum Schalten? Ja, der hat 10% angezeigt, zeigt, aber ich glaube, die Anzeige ist nur kaputt. Wir hatten vollgetankt vorhin. Das heißt, eigentlich müsste da durchaus, müsste es durchaus klar gehen. So. Aus. Handbremse. Aus. Oh oh. Wir haben, ey. Jetzt. Nicht, dass uns noch der Saft ausgeht und bleiben wir stehen, das wäre ziemlich ärgerlich. Okay, hier scheinbar nicht rein zu dürfen. Irgendwelche Paletten. Na, vielen Dank aber auch. Ja, das ist ja mal. Das ist ja mal super. Na gut, dann fahren wir mal erstmal weiter. Warte mal, wir können mal hier schauen. Draußen hatten sie es nämlich noch anders angezeigt. So.
37,2 Liter von 45. Also alle chicky. Das geht noch. Ich weiß nicht, was noch sonst passiert, aber naja. Vielleicht sind die 10% ja was anderes. Könnte ja sein, dass das ja irgendwie doch Motoröl ist oder... Ach. Wie? Ein Dachreifen ist weg. Ja, pff. Unsere Reifen sind ja noch schick. Entweder passt halt oder passt halt nicht. Und Reifen haben wir bis jetzt ja schon einige gefunden. Dass der... Schalt doch mal! Guck mal, jetzt hat er geschaltet. Ich fahre jetzt erstmal ein Stück weiter. Oh, ich muss bald mal was trinken. Aber eigentlich habe ich ja noch einen ganzen Kanister randvoll mit Wasser. Ich weiß nicht, ob ich direkt aus dem Kanister trinken kann oder nicht, aber so im Prinzip sollte das ja gehen. You are dehydrated. Werde ich denn schon leben? Ich würde sagen, solange ich noch kein Leben verliere... Nö, tue ich nicht. Solange ich kein Leben verliere, fahre ich auch erstmal weiter. Ja, da vorne kommt, glaube ich, irgendwas. Jetzt habe ich auch keinen Benzinstoff. Kann natürlich auch sein. Ja gut, zum draus trinken müsste das ja immer noch gehen. Zum Abpumpen so ansonsten eher nicht so richtig. Also pumpen musst du ja nicht. Höhenunterschied reicht ja. Guck mal. Wenn erstmal keine Tanke ist. Ja, komm. Da ist was für uns. Ich spüre es. Licht brennt auch noch. Aus. Fertig. Auf. Raus. Ah, ist auf der anderen Seite. Natürlich. Natürlich. Kann ich das jetzt trinken? Scheint nicht so zu sein. Jetzt muss ich das da wieder reinkriegen. Ja, das ist gut, das ist gut. So, dann schauen wir doch mal, was es hier für uns so gibt. Scheint nicht so, als wenn ich so reinkomme. Gang fehlt eine Getriebe, mindestens ein halbes Zahner. Das kann natürlich sein, ja, das kann natürlich sein. Ist das ein besserer? Okay, ist auf jeden Fall Engine-Öl ist drin. Was ist das hier? Haha! Passt. Ich meine, wir könnten natürlich auch schon, ob wir den Wagen nehmen, ne? Können wir das switchen? Den nehmen? Kannst du denn in den Mustang? Oh, unmount. Mount, open. Tja, ich denke mal, Kühler brauchen wir noch. Jetzt müssen wir wirklich einmal switchen. Brauchen wir auf jeden Fall das Wasser. Der hält sogar das Wasser drin. Krass. So weit, so gut. Jetzt müssen wir nur noch die Reifen anbringen. Ich hoffe mal, der nutzt die gleichen, wie wir bei unserem Auto hier vorgebraucht haben. Ich würde fast sagen, nämlich eher nicht, aber... Ja, geht. Cool. Sehr cool. So, dann den Sitz. Den Rest lassen wir doch eigentlich, ne? Also rein theoretisch. Ah, das geht, das geht, das geht.
Ja, ich würde sagen, wir brauchen noch das Lenkrad. Und ich muss immer noch gucken, dass ich ein bisschen was trinke, sonst endet das hier bald. Irgendwie gefühlt sitzt er ein bisschen nah. Ah ja, wegen des Sitzes. Okay. Der läuft. Cool. Okay, okay. Brauchen wir natürlich jetzt trotzdem noch den ganzen anderen Scheiß, den ich hier sonst so mitgenommen habe. Jetzt sollten wir sogar die Ersatzbatterie mitnehmen. So, gucken wir mal erstmal gleich, wie es dem Motor so geht. Also, der hat 97% Engineöl, passt, 9,7 Liter sind dabei, das ist, glaube ich, soweit ganz okay. Das soll, glaube ich, erstmal gehen. Kofferraum ist kleiner, ja, pff, egal, egal. Mal gucken, wo wir hier tanken. Ich direkt vorne rein oder wie läuft das? Da! Oh, da muss noch ein bisschen. Aber ein bisschen was dürfen wir ja durchaus ja vielleicht auch noch hier mitbekommen. Guck mal, 49. Ja. Ja, den kriegen wir hier vollgetankt. Ich kriege jetzt mal kurz mal rumschauen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden ein bisschen was zu trinken. Das wäre schon ganz geil. Benzin haben wir reichlich. Wasser ist es eher. 2% Wasser. Drunk Piss, Engine Oil, normale Pisse. Okay, okay. So, ich nehme das Ding mal mit. Und ich gucke mal, ob ich da direkt einfach tanken kann. Ah, Lenkräder braucht niemand. Ganz genau. Ich frage mich, wie ich das mit dem Trinken machen kann. Ich muss es nur hinstellen und dann irgendwie. Wahrscheinlich brauche ich wirklich dann komplett dedizierte Items dafür, sonst wird das nichts. Moin, 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 auch Yoshi. Hallo, hallo, hallo. Moin, auch Schrille. Ruhe in die Runde zurück, Schrille. Grüße zurück. Ich würde ja ganz gerne irgendwie mal reinkommen in den Laden. Das wäre irgendwie ganz geil, ne? Da gibt es auch Getränke und so drin. Das kann, muss doch irgendwie gehen. Harte Nacht, Schrille, harte Nacht. Oh. Ja, ja, notfalls können wir aus dem Innenraum noch einen anderen Sitz nehmen. Ja, ja, das können wir durchaus machen. Ich fürchte leider, da ich bis jetzt keinen Schaden bekommen habe und Trinken kurz vor Null steht, dass wenn es auf Null fällt, ich dann gleich ziemlich schnell weg sein werde. Ich will hier rein. Lasst mich. Ja! Oh, das war knapp. Und weg damit. Und rein damit. Ah, gucke mal. Bam. Okay, also Essen, Trinken bekommen wir hier definitiv genug. Nam 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 nam. Ich glaube, so ein, zwei Dosen können wir uns durchaus mitnehmen. Oh, ein Regenbogen. Ich meine, 50 Kilometer werden wir wohl bitte ohne Proviant hinkriegen, oder?
Jetzt müssen wir natürlich anfangen, wahrscheinlich echt alles mit reinzuräumen. Immer noch Matze. Wenn ich das alles mit reinräume, sind wir ein bisschen beschäftigt. So schnell wir das gefunden haben, würde ich sagen, komm, ne? Also, für den nächsten, dass der auch noch mal ein bisschen was kriegt. Immer ein bisschen trinken mit, ein bisschen essen mit und dann sollte das schon irgendwie was werden. Was haben wir denn da? Den ersten Einheimischen treffe, ja, bin ich auch gespannt. Jetzt laufen wir schon krumm und schief. So. Nö, geht. Nee. Die hintere, die Rückbank. Also wir haben tatsächlich nur den Einsitz. Zumindest hier erstmal. Wir können natürlich gucken, dass wir noch einen von denen da mitnehmen, aber wozu? Was habe ich denn vom Anfang noch alles mitgenommen? Wasser? Naja, kann nicht schaden, oder? Nee, das Schicksal sagt kein Wasser für uns. Doch, jetzt schon. Falls wir doch nochmal den Kühler auffüllen müssen oder so ein Spaß. Ah ja. Aber ich würde sagen, so alles in allem. So alles in allem müsste es eigentlich wieder klar gehen, oder? Ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Getankt haben wir auch. Satzbatterie. Okay, nehmen wir mit. Ups. Dann wollen wir mal. Es fehlt noch was. Eine Klitzekleinigkeit. Wir brauchen noch den Ganghebel, so wie das aussieht. Ja. Natürlich passt da doch alles zusammen. Ist ja gar kein. Natürlich. Ist alles universell. So, jetzt aber nochmal. Und gib ihm. Sogar, also sie haben sogar ein bisschen Fernlicht und so. Gerade fahren ist nicht. Uns mal ausrechnen. Jetzt müssen wir mal die Zeit messen, wie schnell wir gerade sind, weil ich kann nicht auf den Tacho schauen. Es schlingert wie sonst was. Nee, da steht immer nur drin, was da noch mit drin ist. Da sind schon 97% Motoröl drin im Motor. Ein bisschen Wasser, ein bisschen alkoholisierter Urin und ein bisschen Petroleum, ein bisschen Benzin ist auch mit drin. Aber das allermeiste ist schon Motoröl, deswegen geht das schon. Da ist schon gar kein Ding. Ja, die Idee ist ganz witzig. Irgendwie habe ich mal gesehen, es gibt in dem Bereich, glaube ich, schon so ein, zwei Spielchen. Zumindest eins. Das war nicht das gleiche wie das hier, vielleicht das, was vorhin beschrieben wurde. Ja, man könnte natürlich die Räder jetzt durchrotieren, ne? Man könnte gucken, dass wir die beiden dicken, die wir haben, dann vielleicht, ne, als Antriebsräder nehmen und dann klassisch die dünnen Räder vorne als Lenkräder nutzen oder sowas.
dann pro Achse immerhin die gleichen haben. Klingt wie ein Tracker. Ich fahr mal weiter. Das geht ja eigentlich ganz gut. Es läuft auch die ganze Zeit die Zeit durch, ne? Das ist so die Sache. Müssen wir es innerhalb einer gewissen Zeit schaffen? Ich glaube nicht. Ja, sonst würde es ja wahrscheinlich eher runterlaufen. Wahrscheinlich geht es darum, das möglichst schnell hinzukriegen. Bam. Rasenmäher, Schiff, ja, war doch immer. Ja, aber wie gut wir unterwegs sind. Getankt, also. Ich sag ja, eigentlich sollte es auch nicht allzu lange dauern, 50 Kilometer zu fahren. Hier sollte uns auch keiner mehr irgendwie anhalten, wenn wir zu schnell sind. Jetzt müsste einer mal die Zeit stellen, wie lange wir für einen Kilometer brauchen und dann einfach hochrechnen. Krass ist, guck mal, wir haben schon wieder ein Viertel Essen und Trinken weg. Also man verbraucht hier anscheinend, also wir verbrauchen anscheinend mehr als das Auto. Puddingzeit, vorne zu rechts. Na, Puddingzeit. Ich glaube, hier gibt es keine Polizei. Ich glaube, hier gibt es auch keine Polizei, selbst wenn es hier keine Apokalypse oder was auch immer gegeben hätte. Was bei so einer Strecke jetzt vorteilhaft wäre. Spurhalteassistent. Tempomat. Und dann kannst du wirklich schlafen. Das hier, ne? Eine Abstandstempomat, da kannst du echt schlafen. Und dann bräuchten wir eine Automatik. Zwischendurch merkst du immer so ein, zwei Laderuckler. Da lädt er dann gerade genau das, was quasi vor uns hinterm Horizont erscheint als nächstes. Ja, so ein bisschen Mad Max. Der Fledermausland, natürlich. Das muss ich mit den Thumbnail dann reinbringen, wenn ich das auf YouTube zeige. Also die Idee ist ganz geil. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch eine Demo zu einem nicht fertigen Spiel. Ja, da sind wir uns mal hoffentlich alle einig. Ein schönes Auto, das geht. Kann ich nicht. So. Okay. Die müssen wir erst finden und einbauen. Fahren wir erstmal ein bisschen. Den Motor und das erste Auto, das ist sicherlich auch mal sehr. Aber auch regelmäßig Tankstellen, ne? Moin, auch Monster. Moin. Aber ist definitiv bis jetzt das Beste von den Spielchen, die wir bis jetzt so gespielt haben. Ich glaube, da kann man schon mal getrost so sagen. Bei den Demos. Das finde ich ganz witzig. Ein bisschen friemelig, aber ne, wenn man es macht, dann kriegt relativ schnell mit ungefähr, wie das mit der Steuerung funktioniert und der Handhabung. Dann passt das schon. Das ist nett. Da müsste jetzt natürlich dann schon mal hier ein bisschen was passieren. Oder ist halt auch ein Spiel, was man nicht lange spielt. Also,
Warte mal, Köpfchen, Fehler erstmal, wenn du davon ausgehst, dass du was über Ewigkeiten spielst. Ich hab zwei ganze Tage überlebt. Whee! Man musste ja gar nicht. Manchmal gibt es ja auch kleine, ne, vielleicht super günstige oder gratis Minigames. Wir haben Platten. Wir haben Reifen verloren. Wir können sogar trotzdem noch weiterfahren. Wie cool. Na, warte mal. Das passiert, wenn man von der Straße abkommt. Oh, ja, wir haben Reifen verloren. Oh, guck mal, Reifen. Ich glaube ja fast... Brand new, hallo. Jackpot. Hallo, doppelter Jackpot. Ist das ein noch besserer Motor? Ich borge mir auf jeden Fall mal eben den Sitz aus. Yeah. Eindeutig Aquaplaning, ja. Ich würde auch sagen, da konnte ich gar nichts machen. Das war definitiv nicht mein Fehler. Guck mal, wie es den anderen Reifen so geht. Very worn. Little worn. Okay, den wechseln wir mal auch aus. Ich gehe mal davon aus, dass der hier einfach auch besser ist. Oh, brand new. Soweit. Schauen wir mal, wie so benzinmäßig das Ganze aussieht. Da bräuchten wir noch ein bisschen. Ja, bei der nächsten Tanke sollten wir auf jeden Fall mal halten. Ich glaube, der Rest müsste eigentlich immer noch gut klar gehen. Oh. Reicht Leistungsstärke. Ja, mal gucken, wie der aussieht, der Motor, im Vergleich zu unserem. Nee, das müsste der gleiche sein. Ja, das ist der gleiche. Okay. Gehen wir mal zu einer gelben Tür. Auf der anderen Seite nehmen wir die grüne. Ja, bam. Da hinten liegen sogar noch meine Reifen. Ah, das passt schon. So, nochmal rein da. Und wir sind wieder dabei. Fährt sich tatsächlich sogar auch schon gleich besser. So, nächste Tanke, sonst haben wir ein Problem. Kofferraumklappe? Was ist denn mit unserer Kofferraumklappe? Die Bund? Ach so, ja. Ist ja supi. Hey, unterhängig. Ja, wir haben sogar Blinker. Ne? Nee, wir gehen nicht. Vorne steht ein Auto. Ich würde echt mal halten und mal schauen, ob wir da ein bisschen Benzin rausbekommen. Ja. Nicht so aus. Weiß nicht, inwiefern wir umfüllen können. War mal gerade. Ich kann kaum gerade. Also, ja, jetzt bin ich auf WS, aber der schlingert halt irgendwann. Ist halt einfach so, da machst du nicht allzu viel.
sind wir schon da? Die Klassiker. Aber so als Spielidee finde ich es eigentlich ganz witzig. So als Gimmick quasi mal so ein bisschen. Was auch interessant wäre, wie es ist, wenn wir jetzt einfach mal einwärts fahren und mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich verlieren wir dann relativ schnell. Schau mal. Habe ich mir gedacht, Lichter sind nämlich an. Doch irgendwie immer noch Geräusche. Ich hab's heute Schrilles Liste. Gestern haben wir Schrilles Liste gemacht. Keine Sorge, ich nehme hier deine Rat zu Herzen, mein lieber Schrillmeister. Und das wird auf YouTube veröffentlicht. Es läuft aber gerade so ein bisschen noch durch, weil da einige Sachen in Sachen GEMA-Claims dabei sind. Da wird gerade ganz Hightech-mäßig nur der Song der Song rausgenommen und der ganze restliche Sound bleibt dann währenddessen bestehen. Bam, so einfach geht das. Da ist ein bisschen was drin. Wir können ja mal gucken, ob wir das irgendwie rausbekommen. Schnell. So. Ziel des Spiels erklären. Wir müssen die 50 Kilometer erreichen. Die müssen wir fahren. Weil wir es können. Vielleicht brauchen wir wirklich einen Schlauch. Also so rein logisch dürfte das gleich nicht funktionieren. Es sei denn, wir hätten das Auto auf dem Kopf stehen gelassen oder so. Ja, wir können nur einfüllen und nicht rausfüllen. Schade. Ja, das geht, das geht. Wie viel haben wir jetzt noch? 7 Liter, ja. Also spätestens wirklich die nächste Tanke. Oder wir müssen halt zurückfahren, ne? Das kann natürlich auch sein. Geil, dass wir die Motorhaube während des Fahrens abbauen können. Wir haben schon so viele Tankstellen gehabt unterwegs. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir jetzt da keine bekommen. Oder wir müssen uns halt wirklich richtig vorbereiten. Am Anfang gibt es mehr und hinten raus dann irgendwann gar nichts. Ich meine, wenn wir spritsparend fahren, ne, mit dem amerikanischen Auto, dann sollte das ja selbst mit den 6, 7 Litern easy klappen für die letzten 10, 15 Kilometer oder so. Also, ich komme jetzt 14 Kilometer mit 7 Liter Benzin. Sollte drin sein. Wenn ich es voll drauf anlege, fahre ich damit gute 200 Kilometer weit. 7 Liter. Ja, doch, ist das beste Geld. Wenn er im 2-Zylinder-Modus ist, fahre ich so mit etwas mehr als 3,5 Liter, etwas weniger als 2,5 Liter. So 3,2 auf gerader Linie. Dann noch mit 2 Zylinder. Das ist schon beeindruckend. Dann fährst du aber auch nur noch so 90 bis 100. Und sobald eine Steigung kommt, na, dann auch wieder ein Stück mehr. Also dann könntest du immer noch kritisch werden. Ja, das ist schon trotzdem sehr beeindruckend. Aber da das ein amerikanisches Auto ist, könnte sein, dass hinten auch wirklich Benzin leer ist. Vielleicht die Dinger mitnehmen, oder? Gucken, was hier noch so rumliegt. Little worn, brand new. Ich glaube, ein Reifen war nicht ganz so gut, ne? Very worn. Gucken wir mal. Was ist mit dir? Brand new. Ja, perfekt. So.
Soweit. Eine Batterie haben wir hier noch. Ein paar. Cool. Nein. Okay, dann nicht. Komm, gib mir ein bisschen Benzin. Radio braucht kein Mensch. 80 Gerät? Alter! Wasser, da ist nur zur Hälfte Petroleum drin. Nur Wasser. Naja, ich sag mal, bevor wir gar nichts haben, also ich nehm's mal mit. Oder warte, wie läuft denn das? Ich meine, das ist so zentrifugenmäßig. Nee. Das Mischverhältnis scheint gleich zu bleiben. Ich nehme es mal mit. Gleich droppt eine Mose, ja, ja, so ungefähr. So. Ich nehme es mal mit, falls wir nichts anderes finden, dann können wir es benutzen. Irgendwie glaube ich ja nicht, dass der Motor das allzu toll findet, wenn wir da zur Hälfte Wasser reinschütten. Oh, noch Schmitty. Also, grüß den YouTube-Chat, ne, kannst du machen. Viel Spaß beim Grüßen. Kannst du sogar rein theoretisch indirekt über die Zeit ja wirklich machen. Dauert dann ein paar Tage, aber dann kommt es trotzdem an. Aber der Twitch-Chat ist dabei ja nicht eingeblendet, das heißt, ich kann es ausrichten, wenn du willst, Wiese. Du kannst dich quasi selber grüßen, Wiese. Was sagst du dazu? Klingt das vernünftig? Oh. Ein Ohr ist gerade irgendwie wach geworden bei mir. Ich liebe es, wenn er krank ist. Macht's knack, knack und auf einmal hörst du wie 40% mehr und hast vorher gar... Ich sehe gar nichts. Ja, das soll, glaube ich, echt Winter sein. Das ging ja schnell. Turbo. Ja, fett. In Dunkelheit sehe ich leider nicht allzu viel. Hey, komm her, Turbo. Geht das überhaupt? Sollte schnell wieder... Ach. Sollte auf jeden Fall schnell die Lichter ausmachen, wenn wir eh nicht weiterfahren. So, Mount. Gucken wir mal, wie weit wir noch kommen mit dem Benzin. Weil es schon bezeichnend, dass es die ganze Zeit eigentlich relativ viel gab und jetzt nicht. Also wir hätten uns wahrscheinlich ein bisschen was mitnehmen können. Was wir natürlich auch machen könnten, ist... Oh oh. Da ist eine Tanke, oder? Nee. Zweifelsfall müssen wir halt den Wagen wechseln, ne? Das ginge ja natürlich auch noch. Ja, oder auch nicht. Können wir schieben? Na gut, dann müssen wir wohl oder übel dieses coole Gemisch hier reinhauen und hoffen, dass es irgendwie was wird.
Boah, diese Steuerung. Jetzt wird's lustig. Ja, gucken wir mal. Ich glaube, ich fülle da mal nicht allzu viel ein. Mal auf 10 Liter. Und dann hoffen wir mal, dass das so irgendwie was wird. Mal gucken, ob er startet. Okay, will er, na dann. Guck mal, der hätte sogar noch irgendwas gestanden. Aber wenn er fährt mit der Mischung, dann ist er nicht schick. Nächste Tanke, da müssen wir auf jeden Fall raus. Dann erstmal eine Beefy und dann geht's wieder. Dann vielleicht auch nicht mehr ganz so schnell fahren. Lenken oder Gas geben, aber auf keinen Fall mehr beides. Wir fahren schon knapp eine Stunde, ja witzig. Wie ist das denn zu fahren? Und noch Fabian. Da sind Leute. Waren das Zombies? Ja, Zombies! Okay, also jetzt sollten wir definitiv nicht stehen bleiben. Vielleicht jetzt, wenn nichts los ist, da hinten sind noch mehr Zombies. Können wir nochmal den Rest einfüllen aus dem Kanister? Guck mal, hier wäre was, wo wir anhalten können, aber hier sind jetzt überall Zombies. Also die Spielidee und so ist ganz witzig. Macht Spaß. Irgendwie. Ist halt so ein witziges Gimmick-Ding, glaube ich, was du irgendwie mal so. Was du irgendwie sowieso zum Auftakt von einem Streamer machen kannst oder sowas. Oder vielleicht zum Abklang. Ne, wenn du danach nach 5 Stunden PUBG, EFT, was auch immer dergleichen, köpflich halt eher ein bisschen durch bist. Nochmal so ein Stündchen so quasi in die Nacht fahren. Weil da sind ja auch Wassertürme und so. Vielleicht sollten wir die ja nochmal anfahren. Irgendwas klang nicht so gut. Irgendwas haben wir verloren. Aber anscheinend nichts Wichtiges. Keine Waffen, okay. Moin, Sonic Wave. Letzten Kilometer müssen wir rollen. Ein halber? Vielleicht reicht es ja sogar wirklich noch. Ist ja wie Long Drive. Okay, also Long Drive scheint wohl dann so das Spiel zu sein, was es eigentlich so in dem Bereich gibt und das hier versucht so ein bisschen in den Markt reinzustoßen. Wir rollen aber echt sehr lang, ne? Lass da bitte jetzt keine Zombies sein. 9-3, 9-4, 9-5, 9-7, 8, 9. Easy! Wir müssen trotzdem aber noch. Wir sind nur auf Platz 1247 gelandet. Jetzt müssen wir die Nacht nach den 50 Kilometern noch überleben. So, gucken wir mal. Nee, das ist es nicht. Irgendwas anderes muss es sein, warum er nicht mehr will.
Engineöl ist eigentlich auch drin. Ist ja aber noch nicht genug. Jetzt wahrscheinlich wird er, oder? Schau mal den letzten Rest da irgendwie noch rein. Dann schauen wir mal. Ah, er will wieder. Wie war das mit der heilige V12 oder was auch immer? Easy. Wir sind wieder im Rennen. Das Spiel hier ist echt ganz geil. Dann sollten wir vielleicht mal wirklich Long Drive anschauen. Wenn mir das hier schon Spaß macht. Dann tippe ich nämlich mal fast drauf, dass klassisch... Was ist wieder passiert? Long Drive wahrscheinlich dann irgendwie das fertigere Spiel ist oder so. Oh oh. Irgendwas qualmt da. Ich weiß, was los ist. Die brauchen Wasser, aber Wasser müsste ich... Ne, habe ich ausgeschüttet. Naja. Wo wir Wasser rein theoretisch auch noch im Tank haben. Da gibt es Reifen Grande, aber ansonsten nichts. Oh, oh. Und schieben? Das ist quasi ein bisschen... Türen. Da steht ja nur leider nichts dabei, aber beim Dings hat es ja auch gereicht. Hallo. Brauche Wasser. Da liegt noch ein Kühler. Vielleicht haben wir Glück und da ist ein bisschen Wasser drin. 2,5. Hey, ein bisschen Pinkel ist auch drin. Können wir notfalls auch selber einfach in unseren Kühler pinkeln? Ah. Okay. Na gut. 4739. Bam. Ja, aber echt witzig. Also die Spielidee finde ich ganz geil. Jetzt müssen wir uns natürlich dann wirklich mal Long Drive mal eben kurz anschauen. Wenigstens den Trailer dazu. A Long Drive. 91% positiv gibt es seit 2019, 32.000 Bewertungen. Alter! Keine Ahnung, wahrscheinlich Geber. Okay. Also jetzt müssen wir es zeigen. Okay, das ist definitiv. Aber geile Mucke. Ach komm, was soll's. Ich will sie hören. Das ist... Sowas höre ich gern, wenn ich Auto fahre.
49 FPS? Ja, ne, also das packt mir auf jeden Fall mal auch auf meine Wunschliste. Aber hey, das hat Spaß gemacht. Also das war cool. Das Ding ist halt, ich weiß jetzt nicht, ob die Spielidee sich innerhalb der einen Stunde jetzt schon so weit abgenutzt hat, dass man vielleicht das Hauptspiel gar nicht mehr braucht, aber pssst. Enlisted wollte